Auch von Genau. meiner Seite nochmal einen schönen guten Morgen in dieser neuen Form der Seminare, wie sie abgehalten werden, etwas gewöhnungsbedürftig, aber auch, denke ich, hat mit Sicherheit die digitale Welt uns da auch ein bisschen wieder eingeholt und bietet mit Sicherheit auch Möglichkeiten. Ja, in diesem Zusammenhang möchte ich gerne mal über EasyGrid, die leicht verarbeitbaren Betone, sprechen. Ästhetisch und wirtschaftlich ist der Übertitel. Ich will natürlich, wir haben einige Erfahrungen schon mit den Betonen. Heißt, ich möchte die Definitionen und Eigenschaften nur mal ganz kurz anreißen und auch die technischen Vorteile, möchte aber in diesem Zusammenhang vor allen Dingen auch die Wirtschaftlichkeit etwas genauer unter die Lupe nehmen, beziehungsweise tiefer darauf eingehen, weil die Wirtschaftlichkeit mit Sicherheit gerade immer wieder eine sehr, sehr große Rolle spielt und das am Schluss zusammenfassen. Ja, Definition und Eigenschaften. Wie gesagt, Ästhetik im Bereich Sichtbeton haben wir mit mit leicht verarbeitbaren Betonen bereits Erfahrung gezeigt. Da gibt es auch viele, viele Bilder dazu. Hier sehen Sie eines. Ich denke mal, im Verlaufe der Vortragsreihe werden Sie das ein oder andere ästhetische Bild noch sehen, ob unter anderem auch beim Vortrag von Herrn Humbert zur neuen Hauptverwaltung. Aber hier soll gerade der technische und der wirtschaftliche Aspekt im Vordergrund stehen. Ja, kurze Definition. EasyGrid, wie definieren wir denn EasyGrid? Der EasyGrid ist gerade in den fließfähigen Betonen der F5, F6 Konsistenzen, aber auch der SVB, der über die entsprechenden Werte hier dargestellt nochmal definiert sind. Gerade beim selbstverdichtenden Beton bezieht sich es auf Setzfließmatten, nicht auf das Ausbreitmaß. Die oberen Werte F5, F6 sind die Ausbreitmaße, wo die EasyGrid-Gruppen definiert sind. Ja, auch wie sieht solche stofflichen Randbedingungen aus, will ich auch noch kurz darauf eingehen. Ich gehe mal von Rüttelbeton bis SVB, das ist eine große Bandbreite. Sie ändern sich vor allen Dingen nicht im Zementgehalt, sondern vor allen Dingen gerade im Feinanteil, in den Mehlkornanteilen, die natürlich in je feiner und je fließfähiger der Beton ist, bis beim SVB sich deutlich erhöht und dass auch die Fließmittelzugabe da natürlich eine große Rolle spielt. Ja, Definitionen und Eigenschaften. Wichtig sind ist natürlich auch die Verarbeitung. Man muss zum Beispiel darauf achten, dass sie nicht für Gefällefläche geeignet sind. Besonders je fließfähiger, desto geringer sollte das Gefälle sein. Also bei SVB sollte es wirklich keine Gefälle mehr sein, sondern es ist nahezu, ja, es nivelliert sich praktisch so von selbst beim SVB und je steifer es werden, desto größer kann das Gefälle ausfallen. Der Schalungsdruck ist nahezu hydrostatisch, je näher Sie an den SVB rankommen. Es gibt Schalungshersteller, die haben geeignete Schalungsdruckmesser, wo Sie auch entsprechend den Schalungsdruck auf die Schalungen messen können. Sie sollten darauf achten, dass die Schalung immer dicht ist. Wenn sie nicht dicht ist, gerade bei solchen feinen Beton, sehen Sie solche kleine Öffnungen oder Undichtigkeiten führen zu solchen Szenen und ist natürlich nicht das gewünschte Ergebnis. Auch sollte man, was das Verdichten betrifft, angemessen verdichten. Also selbst wenn Sie zu viel verdichten, hier sehen Sie beispielsweise, wie sich die Feinanteile oben absetzen und die Grobanteile nach unten gehen. Auch da sollte man darauf achten. Und wenn man beispielsweise auf Festbeton wie Filigranplattendecken oder andere, dass man vorher die Flächen anfeuchtet, um entsprechend auch den Verbund herzustellen. Ja, Anwendungsgebiete. Es gibt einen Unterschied zwischen den leicht verarbeitbaren Betonen, die allgemein und universell eingesetzt werden können. Hier sehen Sie die Beispiele wie Wohnungsbau bis Industriebau, konstruktiver Hoch- und Tiefbau, alle möglichen Bereiche abdecken. Der SVB gilt, sehen wir, so mehr als Problemlöser, weil er halt wirklich bei schwer zugänglichen Baustellen oder schwer verdichtbare Baustellen, hoher Bewehrungsgrad, also sehr viel Bewehrungs vorhanden ist. Auch geräuschsensible Innenstadtbaustellen, weil sie ja hier nicht verdichten müssen. Da fällt natürlich der laute Rüttler weg. Auch Sichtbetonoberflächen mit scharfen Kanten ist immer solche sehr, sehr schwierige Bauteile. Oder prinzipiell, dass man auch ohne mechanische Hilfe in den letzten Winkel der Schalung dass die in letzte Schalung, Winkel der Schalung fließen können.
Ja, technische Vorteile noch einmal auf allgemein zusammengefasst. Ich habe es ja eben kurz darauf angesprochen. Durch diese bessere Verdichtung haben Sie natürlich auch mehr Homogenität in dem Bauteil und somit eine höhere Dauerhaftigkeit, die Vermeidung von Lärmentwicklung durch Rütteln beim Bau habe ich eben gerade angesprochen. Hinzu kommt die längere Lebensdauer der Schalungen. Sie werden die Schalungen weniger belasten, wenn Sie nicht mehr mechanische Energie durch Rütteln hinzugeben. Es sind keine Vibrationen und keine Arbeitstätigkeiten. Die Arbeitsbedingungen werden verbessert, weil dadurch auch die Personen, die damit verbunden sind, weniger beansprucht werden. Qualitativ sind die Betonoberflächen hochwertiger, die Fehlermöglichkeiten beim Einbau sind somit geringer und die komplizierten Bauteilgeometrien können auch sicher betoniert werden. Hier unten sehen Sie zwei Bilder. Hier sehen Sie beispielsweise, das sind lange Stützen, was mit einem SVB gemacht werden kann. Gerade zum Hinweis, diese Stützen wurden unten befüllt. Sie sehen, wie oben die Stützen im Endergebnis aussehen. Also Sie sehen eigentlich keinerlei Fehlstellen. Nun, zur Wirtschaftlichkeit. Also, die Wirtschaftlichkeit, das sollte eigentlich noch einmal demonstrieren, dass diese EasyGrid, auch wenn sie, sage ich mal, was das Produkt selbst betrifft, vielleicht etwas teurer sind als der normale Beton. Da will ich mal kurz darauf hinweisen. Ich habe eine kleine Filmanimation, die ich jetzt mal starten möchte. Von der BASF wurde uns das zur Verfügung gestellt und hier sehen Sie links wurde ein F6-Beton verarbeitet, sehr, sehr leicht. Es ist wirklich nur ein kleines Bauteil. Rechts wurde ein F3-Beton, F2-F3-Beton verarbeitet. Sie sehen, hier ist natürlich der Aufwand etwas höher. Er muss vor- und zurückfahren zur Entladung, er muss ausrichten, er muss nachjustieren und hier sehen Sie beispielsweise auch, der Zeitaufwand ist erheblich. Hier stehen 5 Minuten zu 9 Minuten. Wenn man das normalerweise mit 3 nochmal multipliziert, tatsächliche Arbeitszeit von 5 Minuten zu 27 Minuten, wenn man das genau nimmt. Also das sind einige Bauschritte, die eigentlich links nicht mehr erforderlich waren. Und je größer die Bauplatte ist, gerade was das Verteilen betrifft vom Beton und das Nivellement, dass man noch sehr, sehr aufwendig nachjustieren muss, sind alle zeitaufwendigen Schritte. Wir haben diese Wirtschaftlichkeit, wurde auch unter Betracht gezogen. Und zwar gibt es sogenannte Arbeitszeitwerte, Hochbau, die Arbeitszeitrichtwerte, die wurden nicht, das will ich ganz deutlich nochmal betonen, nicht von uns ermittelt, sondern wirklich vom Zentralverband des deutschen Baugewerbes, der Hauptverband der deutschen Bauindustrie sowie die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt. Also herausgegeben wurde es vom Zeittechnik Verlag. Hier sind sehr, sehr viele Bauteile untersucht worden. Es sind auch unterschiedliche Bauteile untersucht worden. Also es sind Wände, auch Spezialbauteile wie Unterzüge, Stütze und Bodenplatten. Ich werde jetzt überwiegend auf die Bodenplatten eingehen, weil wir doch mehr die wirtschaftlichen Vorteile da sehen. Unterzüge, Stützen und auch andere Teile sind zwar auch bewertet von Arbeitszeitrichtwerten, aber da sehen wir die technischen Vorteile doch im Vordergrund. Also diese Arbeitszeitrichtwerte können jederzeit auch bei dem Zeittechnik Verlag erworben werden. Wir haben diese nur ein bisschen zusammengefasst. Ich möchte Ihnen nur mal so einen Einblick auf eine Seite, das sind mehrere über 100 Seiten, was hier auseinander ja, oder detailliert besprochen wurde oder ausgewertet wurde. Hier sehen Sie beispielsweise auch, dass hier wurden beispielsweise die Pumpleistungen unterschieden bis 20 Kubikmeter, über 20 Kubikmeter. Es wurden unterschiedliche Bauteile betrachtet, die Rüstzeiten, was gab es noch für Zulagen, Abgleichen, Abziehen. Also Sie sehen, das geht sehr detailliert, aber so detailliert wollen wir jetzt nicht in diese Werte hineingehen, sondern wir haben die einfach zusammengefasst bei uns auf der Internetseite, die Sie gerne selber mal ausprobieren können unter easygrid.de oder über unsere Heidelberger Betonseite. Finden Sie hier auf der rechten Seite finden Sie dann praktisch den Hinweis. Laden Sie sich diese Excel-Tabelle runter und die sieht dann wie folgendermaßen aus. Ich gehe jetzt nicht live rein. Ich habe zwei Screenshots gemacht oder mehrere Screenshots gemacht, aber so wird letztendlich die Excel-Tabelle wird die bei Ihnen dann auf dem Bildschirm erscheinen.
Die erste Seite, die Sie haben, ist dann letztendlich, sehen Sie hier, geben Sie bitte die Werte ein, beziehungsweise Werte korrigieren, aber wir können nichts korrigieren, wenn wir nichts eingegeben haben. Und hier ist der wirtschaftliche Vergleich EasyGrid gegen den konventionellen Rüttelbeton. So wurde das übrigens auch von den genannten Verbänden genannt. Aber bevor wir in diese Berechnung reingehen, gibt es noch einmal den Hinweis und für die Vorbemerkungen, was denn letztendlich hier berücksichtigt wurde. Und hier sollten Sie draufgehen, entweder, dass Sie sie selber noch mal lesen oder bestätigen, dass Sie sie gelesen haben. Wenn Sie sie, ich will vielleicht kurz mal hier drauf eingehen. Wenn Sie also draufgehen, Sie möchten diese lesen, hier sehen Sie die ganzen Details, die hier berücksichtigt sind. Rüttelbeton wird hier berücksichtigt als Konsistenzklassen F1 bis F4, ist eigentlich eine sehr große Bandbreite. Und der LVB im Gegenzug ist der F5 und der F6. Ich will jetzt nicht, Sie sehen, das sind hier letztendlich vier Hinweise, entweder die Hinweise allgemeines zum EasyGrid und zum Rüttelbeton, alles wie gesagt von den Verbänden. Die Baustellenverhältnisse beispielsweise sollen normal sein, die Arbeitssicherheitsvorschriften sind eingehalten, die Werkzeuge sind alle vorhanden, es sind keine unnatürlichen Verzögerungen im Ablauf, sei es Lieferung, Abnahme oder Einbau. Also es sind relativ normale Umstände, die hier nochmal beschrieben sind, sollten aber prinzipiell nochmals durchgelesen werden oder überflogen werden. Wenn Sie diese dann gelesen haben, kreuzen Sie die bitte an. Dann werden Sie aufgefordert, anhand eines Screenshot können Sie beispielsweise Ihre Bodenplatte eingeben. Wie hier habe ich mal ein Beispiel genommen. Sie haben 150 Quadratmeter eine Bodenplatte, die eine Dicke hat von 25 Zentimeter. Wir haben hier eine, bitte achten Sie darauf, das sind Meter, also an der Datei, also nicht 25 Zentimeter, sondern 0,25 Meter. Wenn Sie hier beispielsweise eine Pumpleistung noch beschreiben, größer als 20 Kubikmeter, Sie haben hier Ihre Personalkosten, die Sie selbst eintragen. Die Materialkosten habe ich jetzt hier mal angesetzt. Sie holen sich den EasyGrid, bekommen Sie für 85, für 78, es kommt immer auf die Konsistenzklasse drauf an, was Sie hier vergleichen. Ja. Und sobald Sie hier praktisch diese Werte eingegeben haben, gehen Sie einfach, sehen Sie hier nochmal die Bestätigung Ihrer eingegebenen Daten. Da können Sie das nochmal und dann sehen Sie hier unten noch einmal, hier werden Ihre Ersparnisse noch einmal oder was Sie einsparen gegenüber dem Rüttelbeton wird hier noch einmal, obwohl der Beton eigentlich teurer ist, wird hier noch einmal mit 6 Euro, knapp 6,35 Euro pro Kubikmeter oder 6,5% angegeben. Natürlich, wie gesagt, es sind alle Arbeitszeitrichtwerte hier hinterlegt, können wir natürlich auch, wenn ich die Eingabe mal korrigiere, ich gehe wieder zurück, und gebe jetzt einfach mal ein, ich mache den EasyGrid 10 Euro teurer. Dann bekommen Sie hier eine Auskunft, wo steht, leider ist unter diesen Randbedingungen kein Kostenvorteil bei Verwendung von EasyGrid gegenüber dem konventionellen Rüttelbeton möglich. Also wie gesagt, es ist alles sehr neutral gehalten und wie gesagt, probieren Sie es selbst mal aus. Schauen Sie, welche Stellschrauben Sie drehen können an technischen, preislichen und dann werden Sie sehen, wo hier Ihr Vorteil liegt. Abgesehen natürlich von den technischen Vorteilen, die natürlich auch immer hier gegeben sind. Also Sie sehen hier im Fazit, wir haben hier ein Einsparungspotenzial bei den Bodenplatten von bis zu 70%. 70% hört sich viel an, aber wenn Sie letztendlich noch einmal an den Film denken, mit den drei Personen, mit der einen Person, das ist durchaus möglich, 70%. Bei schlanken Bauteilen oder schwierigen Bauteilen gilt es natürlich, die technischen Vorteile noch mal hervorzuheben. Und natürlich die Abhängigkeit, ob das preisliche Parameter sind oder technischen, Geometrie, Pumpleistung etc., die darf man natürlich, muss man natürlich dann auch betrachten. Und nicht zu vergessen, das muss man immer wieder betonen, die technischen Vorteile, die Homogenität des Baustoffes und dass er halt fließfähig ist und da auch entsprechend in den Ecken und in den Bauteilen besser zusammenkommt. Letztendlich will ich hier mit der letzten Folie nochmal sagen, also dass der EasyGrid wirklich erstens auch ein Problemlöser ist für filigrane Bauteile, stark bewährte Bauteile, schwer zugängliche Bauteile und somit hier einsetzbar ist, dass er viel einsetzbar ist, also nicht nur bei Problemlöser, sondern auch bei Flächenbauteilen wie Bodenplatten, Decken etc. Die technischen Vorteile in der Verarbeitbarkeit, dass sie leicht verarbeitbar sind, wie der Name schon sagt, dass sie gesundheitsschonend sind, weil weniger, man muss sich weniger bücken, weniger verdichten und dass sie lärmmindernd sind wegen weniger Rütteln. Und im Gesamten wirtschaftlicher sind als steifere Beton, natürlich je nach Bauteil und nach Einsatzgebiet und vielleicht nicht unbedingt dort, wo steife Betone gefordert sind. Das ist, versteht sich dann von selbst.
Ja, da habe ich mal einen kurzen Überblick gebracht, wollte Ihnen, das wäre jetzt am Ende meines Vortrags. Und ja, wenn Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen natürlich da gerne zur Verfügung. Und ja, wäre somit am Ende der Wirtschaftlichkeit einen kurzen Überblick. Wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne auch Kontakt direkt mit mir aufnehmen. Ja, vielen Dank, Herr Decker. Ich melde mich zurück. Ich bin vorhin kurz rausgeflogen, tut mir leid. Es sind zwei Fragen reingekommen, die ich Ihnen gleich mal rüberleiten würde. Die erste geht um Sichtbetonwände. Also wie bildet sich der Übergang von Betonierschichten bei Sichtbetonwänden mit dem EasyGrade aus? Denn die muss man ja normalerweise mit dem Innenrüttler besonders gut oder vorsichtig bearbeiten. Können Sie dazu was sagen? Also Sie meinen, also wenn ich, man sollte zum einen natürlich immer darauf achten, dass es in einen Betoniergang gegossen wird und die Schichten, die man, muss dazu sagen, ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, die Schichten, Die die einzelnen Lagen, Betonierschichten, oder? ich denke mal, Ja. die Lagen, genau. Ja. Also natürlich muss da auch gut ineinander, dass hier mit wenig Verdichten muss gearbeitet werden. Natürlich muss an der Lagenschicht gearbeitet werden, dass man vorsichtig verdichtet, natürlich nicht den Rüttler reinhält, beispielsweise an die Schalung klopft, an diesem Bereich, wo die Lagenbildung ist, dass hier auch eine gute Übergang zur bestehenden Betonschicht natürlich gewährleistet ist und somit die Lagenbildung nicht ganz so sichtbar, damit nicht so sichtbar ist. Es muss sich natürlich immer verbinden. Wichtig ist natürlich auch, dass es aus einem Betonwerk geliefert wird, dass die Ausgangsstoffe gleich sind. Oft ist es ja so, dass dann vielleicht mal ein anderes Werk mal zwischendurch liefert. Das sollte tunlichst vermieden werden. Dafür haben wir natürlich auch in unseren Vorschriften oder in unseren Qualitätsmerkmalen, dass wenn eine Sichtbeton gefordert wird, dass wir immer aus einem Werk die gleichen Ausgangsstoffe liefern. Und da haben wir auch extra solche Sichtbetonrezepturen, die das auch immer berücksichtigen sollen, gleiche Ausgangsstoffe und dass die Qualitätsmerkmale identisch sind, dass sowas nicht entsteht. Okay, vielen Dank. Eine Frage noch zum Abschluss. Auch nochmals für den EasyCrete. Muss der EasyCrete entsprechend anders überwacht werden, wenn er zum Beispiel größer SVB ist? Ich hatte da schon reingeschrieben, wenn es ein SVB ist, natürlich müssen wir uns da an die DFSDV-Richtlinie halten. Aber sonst generell ist es ja erstmal ein LVB. Der SVB. Nee, also wir haben ja, der Ja. EasyCrete hat ja verschiedene Konsistenzklassen, haben Sie ja eingangs gesagt. Also EasyCrete generell ist ja nicht immer ein SVB bei uns. Genau. Der SVB ist natürlich, hat eine höhere Überwachungsaufwand, deutlich höheren Überwachungsaufwand. Ich bin jetzt auch überwiegend auf den F6, F5 und F6 eingegangen. Der SVB hat sogar die Überwachungsklasse 3. Das heißt, nicht nur in der Produktion einen sehr, sehr hohen Aufwand, sondern auch in der Überwachung auf der Baustelle und auch nochmal bei uns im Werk mit ÜK3. Und wir wissen ja schon, bei ÜK2 ist schon der Aufwand höher und dementsprechend bei ÜK3 auch nochmal. Ne? Ja, also ganz klar für SVB-Betone gilt die DFSDV-Richtlinie, Ja. aber der EasyCrete ist jetzt nicht nur ein SVB, sondern wir haben ihn ja auch als F5 und F6-Beton, als Genau. LVB mit im Angebot. Also nicht per se jetzt den EasyCrete mit ÜK3 bitte assoziieren. Ja. Das ist natürlich nicht der Ich Fall. bin jetzt auf Aber den wenn da SVB noch, eingegangen mit genau, ÜK3, genau. wenn da noch Fragen sind, können Sie sich auch gerne an uns wenden. Also EasyCrete soll einfach auch heißen, es ist einfach leichter zu verarbeiten. Jetzt nicht immer denken, dass das alles nur SVB-Rezepturen sind.